Ey, yo, wir sind hier im Park und wir sind hier bei Future of Battle Rap! Wir waren gerade im Club, viel Club, aber jetzt geht's noch hier extra Bonus-Action, noch einen Bonus-Battle. Zu meiner linken Seite wird das Battle jetzt auch beginnen. Mach mal leer für den guten Silence! Yeah! Länger nicht mehr da, wir sind froh, dass er wieder da ist. Letztens sich hier bewiesen gegen Oregano. Hier sein zweites Battle. Mach mal Lärm für Bunny! Yeah! Hey! Silence, hey. Let's go! Ey, yo, Köln! Hab yes, ich euer Ohr? Yeah. Yeah. Yeah! Ey, dieses Battle ist wie ein Tumor. Denn es hängt hinten dran und hat kaum Chancen auch zu bleiben. Also streng dich an und gib dein Bestes, obwohl ich seit deinem letzten Battle ja weiß, dein Bestes ist nur ein Haufen Scheiße. Also, aber wird das Ding hier gut? Haben die Menschen vielleicht Mut und versuchen, es mit uns beiden auszuhalten. Aber wird zu mies, habe ich gehört, Dr. Burst ist bereit, die ganze Scheiße einfach rauszuschneiden. Also Gnade dir Gott, du vergisst deinen Text, Junge. Oder ich klatsch dich von hier bis in den Fädelklapp und vom Fädelklapp hierher zurück in den Park, denn dieser Park ist die letzte Location, die deine Karriere gesehen hat. Siehste, reicht doch. Gesehen hat. Alter, da geht's schon los, Alter. Es spielt. Mal ganz kurz lernen. Yeah! Moment, gesehen hat. Ey, und weil ich der in diesem Ding der Boss bin, brauche ich keine Trinkgenossen. Ich frag mich eher, wie so eine Flasche Kölsch an deinem Hinterkopf klingt. Ich bin gekommen, um mir das Battle zu holen. Treffpunkt Cologne. Schick meinen Gegner ins Delirium, Schlag auf Schlag wie ein Metronom. Mhm. Spür den Sternhagel, wenn ich die Axt aus meiner Wundertüte schieß. Ich schick dich erstens. Ich zwing dich zum goldenen Schuss und danach auf Gottes grüne Wiese. Ja, ein Kölner Kneipenscheme. Das passt gut zu Bunny und klingt interessant. Denn immer wenn er Yassin seine Bars zeigen will, sieht man ihn auch ständig nur mit einem Pint in der Hand. Ey, ich sag da mal Prost. Gib der Flasche einen Stoß. Doch der Druck ist zu groß und immer wenn er die Runde ansetzt, muss er schlucken, bis er choked. Mm. Ja. So wie ich gerade. Naja. Ey, die Trunkenbolde dieser Stadt erzittern schon vor Furcht vor ihm. Wer ist schon Robscure? Bunny hat das Kneipen-Game längst durchgespielt. Du willst Mars B betteln? Du hast ganz schön großen Durst, kleiner Mann. Wie willst du mit den ganz Großen anstoßen, wenn du es nicht mal schaffst und deine eigenen Dues payen kannst? Ich teile 3 Runden lang aus, nur um zu beweisen, dass du kein Kampftrinker bist. Silence ist der neue Barskeeper der Kölner Starliga und ich alleine entscheide, wann es für dich heute Zapfenstreich ist. Bei FOB, zu FOB zu gehen, ist in etwa so wie Netflix sehen. Man will Action sehen und dass die Technik steht, doch was ist das? Immer wenn der Bunny spricht, merkt man, dass die Message fehlt. Die Crowd will Entertainment, doch sobald Bugs Bunny quatscht, will die Hardware zwar, doch kackt die Software ab. Offensichtlich hat der Bunny Bugs. Stop it. Was macht der Silence gerade? Hardware, Software, Bugs. 2 Sprachen in einem Satz. Two-on-two-Match. Gecheckt? Ich wollte nur mal gucken, ob du klug bist. IQ-Test. Junge, aber egal ob Englisch oder Deutsch, es bleibt das gleiche Lied. Bootleg, denn bei mir läuft. Und du kriegst eine kalte Dusche, bevor du rausgehst. Blutfleck. Junge. Ey. So sieht's nämlich aus. Ah, Burst und Yassin. Ich hab gedacht, dass es hier zur Begrüßung eine Schnapsflasche gibt. Doch für den Klopfer habt ihr sicher keinen Bambi verdient. Junge, der sieht schon aus wie so ein Junkie auf Amphetamin, weshalb sein Gedächtnis Risse zeigt. So wie Viktoria Köln im Mannschaftsbetrieb. Ah, yeah. Ey, und der hat so viele Texthänger, dass seine Parts nicht nach 100 Bars, sondern nach 12 enden, weshalb er sich im Kalender den Tag eines vollendeten Parts mit Rot, Wild markiert. Bei mir ist jedes Wort ein Schuss, als würde Rosbach das Battle synchronisieren. Es ist Silence, pop. Er sorgt für das Gleichnis im Wald zwischen Schweinen, Schlangen und Bodengetier. Ein falscher Ton und ich jag dir eine Ladung Schrot durch dein Hirn. Denn Krankheiten wie durch Chokes zu verlieren, duldet der Hüter des Reims nicht in seinem Hoheitsrevier. Zeit. Yeah! Yeah. So, sehr gut. Erste Runde, Bunny. Ja, alles klar. Weißt du, er startet, der Typ da, der startet seine Battles ja gern mit seinen Signature-Moves. Psst. Alter, da frag ich mich bloß, was soll die Show, Alter? Leise ist die Crowd bei deinen Parts doch sowieso. Und dann immer dieses, Silence, I kill you. Das Einzige, was du killst, das ist die weibliche Libido. Denn du bist ein 30 Jahre altes Kellerkind, das bei seiner Mom zur Miete wohnt.
bei seiner Mom zum Mieter, wo... Ah, fuck, Alter. Ja. 30 Jahre altes Kellerkind, das bei seiner Mom zur Miete wohnt. Aber da könnte man ja jetzt sagen, ah, wo ist denn das Problem, wenn er es bezahlt? Ja, aber er bezahlt doch nicht mal selbst. Zahlen tut der Staat, Alter. Sitzt den ganzen Tag auf seinem vollen Arsch und ist sich einen auf Hentai-Pornos scheuern. Alter, und um sowas zu finanzieren, zahle ich dich dann 40% Steuern? Scheiße, Mann, ey. Ist mir jetzt schon unsympathisch. Echt, du bist wirklich so ein widerwärtiger Schmock. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich ehrlich, du wärst Mock. Und sag mal ehrlich, wie hast du es überhaupt geschafft, hier aufzutauchen? Ist nicht seit 3 Tagen das 9-Euro-Ticket ausgelaufen? Ja, aber gehen wir mal weg von deinem broken Arsch und zu dir als Rapper. Junge, du bist einer, der sich selbst bezeichnet als Connoisseur der Wortspiele und Vergleiche. Und dann eröffnest du gegen Ray, und dann ist ja schön und gut, doch davon kommt in deinem Part nichts an. Dann eröffnest du gegen Ray mit, oh, ist nicht die Biermeile, doch ich mach Bars zu meinem Pflichtprogramm. Junge, Bars und Bars, Junge? Alter, der Vergleich war schon abgestanden in dem Moment, wo er auftauchte. Genau wie die Luft in diesem Park. Schon abgestanden in dem Moment, wo er auftauchte. Alter. Ja. Aber dann ging das Battle weiter. Er rappte sich in Fahrt. Das war der Moment, wo er sich dann fand. Und er ging richtig in Rage, rappte außer Rand und Band und Bodybag dann seinen Gegner mit. Das wird hier heute wie am Strand, denn du setzt es in den Sand. Alter. Ah ja, das ist ja richtig Gangster. Richtig krass, Alter. Wow. Alter. Ja, und sowas nennt sich Rapper, Alter, dass ich nicht lache. Womit kommst du mir denn heute? Du spittest Feuer wie ein Drache? Ist ja wirklich, ist wirklich unfassbar. Das Niveau mit... fuck. Mach mal leer. Yeah! Let's go. Unfassbar. Ja, ist unfassbar. Ja. Ist ja wirklich unglaublich, das Niveau, das du hier auftischst, Alter. Aber lass mich raten, du sagst, es wäre Hai, so wie ein Raubfisch, ey. Ja, tolle Wortspiele, die du hast, ey. Ja, für so einen Dreck, den du da produzierst, würde ich dir am liebsten eine knallen. Aber bei diesem Battle war das ja noch nicht einmal das Schlimmste von allem. Nein, das Schlimmste war, dem Chief dabei zuzusehen, wie er so tut, als würde es ihm gefallen. Yeah. 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 Geht nochmal sehr stabil los. Zweite Runde, Silence. Ey Bunny, wo hast denn du deinen Namen? Naja, mein chinesisches Tierkreiszeichen ist Hase. Wow, das ist voll innovativ. Ey, das macht ja ordentlich Sinn. Aber wärst du einen Monat früher geboren, wie hieß du denn jetzt? Mr. Krabs oder Scorpion King? Obwohl der Name... Er schafft es schon vor dem Battle anzuecken. Alter, das ist so mies. Der Name schafft es schon vor dem Battle beim Gegner anzuecken. Ich meine, erklär mal deiner Freundin mit charmantem Lächeln, Schatz, ich fahre am Wochenende nach Köln, da will mich so ein Bunny treffen. Fast zu hart, dich hier zu schlagen. Ich nehme dem Hasen seinen Namen. Und wenn er nicht aufpasst, komme ich rum und nehme dem Hasen seinen Hasen. Mhm. Aber Bunny ist kein Rammler. Vor dem flüchtet jede Stute. Denn wie will der Hase ficken können? Sein Schwanz ist eine Blume. Junge. Hey. Aber vielleicht kommt der Name ja auch von irgendwo her. Ich habe gehört, in deiner Freizeit tauschst du gerne Karotten mit Flair. Ich habe es im ersten Part gesagt, ich bin der Jäger und ich töte ihn. Für gewöhnlich trägt das Arschloch unter seinem Salatkopf auch noch eine Möhrenjeans. Junge, für diese, als Entschädigung für dieses Battle hilft dir nicht der dickeste Scheck. Und wenn doch, ist der wie Frauen nach einem Date mit dir. Gewiss nicht gedeckt. Junge. Ey, bei mir feiern die Leute bei dir. Bei dir wird sich nur erschreckt. Aber weiß ich rein. Gewiss nicht gedeckt. Ey, siehst du, dass die Leute feiern, wenn du deinen Käse spittest? Kann es sein, dass du die falschen Gräser frisst? Oder wo hast du gesehen, dass dich hier irgendjemand um deinen Käse bittet? Junge, und du bist auch nicht Thema in einer Mädchenklicke, wenn ich sage, mittlerweile machen selbst Häschen über dich Häschenwitze, Bunny. Hat du Möhrchen? Ob du Möhrchen hast? Nee? Ja, musst du dir kaufen. Er hat nichts an deinem Aussehen, aber macht bessere Augen, Junge. Ey. Aber eigentlich hat er ja seinen Namen von seinem großen Dota-Idol. Der mit dem, was er da tut, eine Menge Knete macht. Ich meine, von Dota weiß ich noch weniger als von meinem Gegner, was mich beruhigt, weil es mir zeigt, dass ich ein Leben habe. Junge. Yes. Denn Dota, das ist so was, das finden Nerds voll super. Das spielt man am Computer.
Und so wie ich gerade spreche, so beschränkt sind auch die User. Junge, und die sehen so aus, wie sie riechen nach 3 Wochen ohne Duschbad. Soll ich euch einmal zeigen hier, so einen richtig echten Loser? Ey, du da, du kennst doch bestimmt so einen. Du weißt schon, so einer mit einem Gesicht wie ein behaarter Penis. Nicht mehr. Gesicht wie ein behaarter Penis, der auf der Gästeliste plus 11 braucht, weil er selbst schon eine minus 10 ist. Wenn den ganzen Tag nur Dota spielt, statt er eine heiße Bella besteigt. Aber wo die Hand in die Hose geht, wenn der Ladebildschirm mal wieder einen weiblichen Charakter zeigt. Bunny, oute dich, du kennst so einen, der den ganzen Sommer lang im Keller verbleibt. Aber wenn er eines hat, und dafür erntet er mein Neid, dann auf jede Menge Zeit. Yes! Yes. Yeah. Yeah. Let's go! Sehr nice. Zweite Runde. Bunny! Ja, du hast recht, mit so einem hässlichen Kopf habe ich schon mal Bekanntschaft gemacht. Ja, der Typ hat gerade vor mir gerade seine zweite Runde verkackt. Ja. Also bei dir gibt's eine Sache, die ich überhaupt nicht raffe. Du wirfst Rappern vor, dass sie es nicht schaffen, seit Jahren irgendwelche Frauen anzufassen. Ja, willst du, Typ, mir wirklich erzählen, dass du weißt, wie man Weiber aufreißt? Ich meine, werfen wir doch mal einen Blick in sein Dating-Life. Holt sich Tinder, selbstverständlich kostenfrei. Ja, weil für Premium das Hartz IV leider nicht die Kohle reicht. Ja. Aber wenn dann doch einmal eine bei ihm swiped, naja, dann wird wahrscheinlich so nach ein oder... doch eine bei ihm swiped, das dauert dann so 1-2 Monate Zeit, ja, dann lädt er sie wegen mangelnder Kohle, wegen kein Geld für Restaurant in seine Wohnung ein. Ja, nach zwei, drei Bechern Tetrapack Wein sitzt ihr dann in deinem dunklen Keller bei Teelichterkerzenschein. Super, ey. Ja, aber das ist dann auch der Moment, wo es ihr reicht. Und sie fragt dich einfach dreist, sag mal, ey, hast du Typ in deinem Leben eigentlich schon irgendwas erreicht? Ja, aber der Typ, der ist ziemlich schlau, für die Frage war er schon bereit, woraufhin er ihr dann seinen Magic-Karten-Sammelordner zeigt. Und bevor sie dich dann noch einmal ansieht und dann geht, denkt sie, was wir alle denken, bah, der Typ, der stinkt nach Anime. Hey. Ja, denn du siehst wirklich so aus, als wärst du von Naruto inspiriert, weil du dein ganzes Leben schon trainierst, damit du jetzt stolz sagen kannst, du kannst 9 Schwänze kontrollieren. Ja, um mich hier zu schlagen, brauchst du Crowd-Support wie bei einer Genki Adama. Aber selbst dann wärst du hier als Gegner nicht tragbar, denn du ekliger Versager bist maximal so scharf wie dein scheiß Replika-Katana, das an deiner Kellerwand die Wände ziert. Aber heute ist für dich Ende hier. Du musst merken, dass der Bösewicht nur in deinen Legenden stirbt. Ja, scheiße, Mann, denn hier bin ich wie ein Shigi in Wasser, ich bin in meinem Element. Versuch, was du willst, aber ich gewinne am Ende doch, so wie in Death Note LMN. Ja, und du fragst mich doch, und du fragst deine Gegner immer, hey, wer bist du und was machst du hier? Ja, darf ich vorstellen, ich bin Bunny und ich bin hier, dass jeder sieht, dass eine Sache nie wieder geschieht, dass eine Fotze mich zerreißt, denn das hier ist nicht Elfenlied. Ja. Okay, die es kennen, haben es gecheckt. Ja, aber schwerfen wir die Frage doch mal zurück. Wer bist du? Und was machst du hier, Alter? Ja, ist es so, weil in deinem Leben sonst nichts geht, weil du deine jämmerliche Existenz schon selbst nicht mehr erträgst? Aber tut mir leid, Alter. Heute nehme ich dir auch die letzte Hoffnung. Du fährst heim, ziehst die Schuhe aus, legst die Schlinge um den Kopf und time. Wir haben noch jeweils eine Runde von jedem MC, beginnend bei Silence. Ey, ich hörte seine Runde eben mit Geduld und suchte die ganze Zeit die persönliche Punchline, die mich trifft, aber da trifft mich null. Alles ausgedachter Scheiß, Alter. So, ey, habt ihr sein letztes Battle gesehen, das Interview danach gegen Oregano? Alter, da ist Scheiße gelabert da drin. Ey, man könnte meinen, Oregano hat dir das Hirn aus deinem Kopf geschlagen. Ich hätte mir gewünscht, du hättest dir so manchen Satz aus deinem Kopf geschlagen. Der Choke sagt, aber ich kann's noch flüssiger. Soll das jetzt heißen, du kannst doch gut blasen? Lacher generiert. Heißt, ich hab dich eben mit einer Line aus deinem Kopf geschlagen. Junge, und dein Haar, das schaut sich echt erbärmlich an. Schau dich doch mal ernsthaft an. Dein Vater nennt dich Harry's Son. Aber nur weil der fort ist, schaut man dich noch lang nicht gern im Fernsehen an. Junge, mach auf Star, doch im Krieg der Sterne töte ich meinen vertrauten Feind. Junge, geh und hol die Polizei, doch am Ende lässt man mich aus Mangel an Beweisen frei. Du schauspielst nur, ich biete eine Schau. Du wolltest mit ins Boot, doch die Versenkung droht. Doch überall nur Stille, wohin du auch schaust. Und ehe du dich versiehst, schießt Mann auf dich drauf.
Ja, yeah, du kamst aus der Folter. Oregano hat dich übelst missbraucht, nämlich die libysche Küstenwache, denn ich schick dich zurück zu Hunger, Elend und Staub. Und ja, du hast immer an ein Leben in Frieden geglaubt, aber Burst ist die deutsche Regierung für deinen miesen Albtraum, denn er wusste, was dich erwartet, aber liefert dich aus. Junge, du merkst, ich kann dich easy ohne Personals killen. Yasin hat dich hier zum Fick gezwungen, wie in einem Serbien-Film. Junge, du bist nur hier, um zerstört zu werden. Deutschraps Crash-Test-Dummy. Junge, du vergewaltigst die Szene und du tötest die Kunst. Nenn dich Ted Bunny. Junge, ey. Ja, nice bis hier, oder? Ja, yeah, aber. Weiter, let's go! Nenn dich Ted Bunny. Alter. Mal ganz kurz lernen hier, Ted Bunny. Bunny. Ist sehr spät. Ja, auf jeden Fall, Alter. Psst. Das gibt's doch nicht, Alter. Come on, you got it. Dann nehme ich Ted Bunny. Ah, fuck, Alter. War nochmal die letzten zwei Lines. Ja? Nee, time? Okay. Okay. Yeah. Letzte Runde des Battles. Bunny. Ich weiß nicht, was du für meine meinen Haaren hast, aber ich nenne es Dedication, Alter. Bar of the event, say it again. Ich weiß nicht, was du mit meinen Haaren hast, doch ich nenne es Dedication. Na ja, denn, Alter, nur wegen deiner einsetzenden Glatze ließ ich mir seit dem Fixing-Chat mal kurz die Haare wachsen. Hey. Oh mein Gott, ja, und du willst mich damit dissen? Ich bin Ted Bunny. Was soll mich dissen, Alter? Ist kein Geheimnis, dass ich Bitches skrupellos bis zum Ende ficke, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ja, und weißt du was, ich muss gerade noch an eine Szene aus deinem KO-Battle denken, wo du zu ihm sagst, ey, nenn dich selbst doch nicht Kanacke, wir sind hier alle Menschen. Junge, was eine schwule Scheiße, Alter. Ja, und, Junge, Achso, ja, was eine schwule Scheiße, was du dir da erdreistest, dich als so hässlicher Oger als Menschen zu bezeichnen. Ja, und ich muss gerade noch sagen mit dem Wort und schwul und so, ja. Ich wollte nur sagen, ach, eine Scheiße wollte ich sagen, oder sehe ich aus wie Tollschock? Nein, Junge, mir macht das Leben als Paul Bock. Ja, guckt euch an, ihr beiden, meint ihr ehrlich, das wird irgendwie gefährlich, wenn ihr euch nach jeder zweiten Line rechtfertigt? Ah, ekelhaft, ey. Ja, aber du und Tollschock, da haben sich wirklich zwei gefunden. Moralapostel, Rapper, nach ein paar Parts haben sie an ihren Lippen Wunden. Denn sie labern und ihre Runden fühlen sich an wie Stunden. Ah, diese Szene ist echt überrannt von wokem Schrott. Bei Gott, ey, N-Wort, S-Wort, Z-Wort, D-Wort, blah. Wenn das so weitergeht, dann brauchen wir demnächst ein zweites Alphabet. Aber weißt du was, im Prinzip macht das Leuten wie mir die Sache leicht. Denn wenn ich S-Wort zu dir sage, ist auch Schwuchtel, Spastik und Schwanzlutscher gemeint. Ja, ohne Spaß, ey. Ja. Schwuchtel, Schwanzlutscher. Ja, Schwuchtel. Schwuchtel, Spastiker und Schwanzlutscher gemeint. Und wer jetzt meint, das geht zu weit, ich gebe einen Fick auf diesen Hype. Nein, guck mich an, ich bin mehr als bereit, Junge. Triff mich nach dem Battle zum Bärnackel-Fight. Ich meine, das müsste dir doch eigentlich auch ganz gut passen. Schließlich haben wir in unserem Leben beide viele Fäuste eingesteckt. Ich auf der Straße von Connex, du mit Tollschock im Bett, Alter. Und wenn du jetzt meinst, dass ich hier nur Spaß mache, ja, dann rap doch deine Parts mal nur unter vier Augen da hinten auf dem Parkplatz, Junge. Ah, gar keinen Bock auf so eine Scheiße, ey. Ja, auf dem Parkplatz. Na, hörst du auf dem Parkplatz? Naja, gut, mein Themenbereich bleibt Nutte, Koks und Violence. Junge, heute wirst du gebrochen, man nennt dich Broken Silence. Ich sehe in deiner Fresse, du bist jetzt schon neidisch, weil mein Flow so geil ist, Junge. Ja, ich bin der Typ, ja, man, den man niemals klein kriegt und ich kann dir garantieren, Junge, ja, so bleibt es. Boah, ich muss mich nicht hier beweisen, weil mein Rap für sich allein
anspricht. Denn in der Art und Weise, in der sie dazu verleiten, sie zu beiden Rapper dran erbleichen, könnte einer beinahe meinen, meine Zeilen würden dem Apfel in Schneewittchen gleichen. Time! Yeah, let's go! Hey Leute, wenn ihr nochmal sagt, es ist sehr spät, es war ein langer Tag und die zwei Dudes haben trotzdem noch ein Battlefield abgeliefert, komm mal her für die beiden! Yeah! Yeah. Wird das gejudged, Chef? Nein, das wird nicht gejudged.